Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich spiele hier eine Karte aus dem freien Spiel, die heißt Gebirge. Es ist eine Dreispielerkarte, 96x96, und ich beginne jetzt einfach mal ein bisschen hier mit dem Aufbau. Man bedenke, ich finde hier erstmal keinen Granit, also muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Beispielsweise Bauernhöfe, was keine gute Sache ist, aber geht dann ja nicht anders. So, erstmal die obligatorische Holzproduktion. Hier vielleicht ein Bauernhof. Bäckerei, Mühle, Brunnen. Echt ein seltsamer Start. Anders scheint es hier aber nicht zu gehen. So, und dann schaue ich mal nach Rohstoffen. Und beschleunige das Spiel ein wenig. Es wird hier gestreamt, aber da ist ja keiner guckt, was ja auch nicht schlimm ist, wird es hinterher dann noch als YouTube-Video hochgeladen. Aufgenommen wird auf dem gammeligen Laptop der Sandy Bridge Generation mit DOSBox und gestreamt wird ebenfalls mit dem gammeligen Laptop, aber diesmal schon in der 6. Generation der iProzessor von Intel. So. Also es gibt hier Gold, ich würde sagen schon auf dieser Insel, also hier in dieser Gegend, wir haben ja noch ein bisschen Stein. Das ist keine blöde Sache, dass wir noch etwas Stein haben. Kann ich mich hier noch ein wenig ausbauen, bevor die ganzen Gegner kommen. So, aber ich habe noch kein Granit gefunden. Also wir haben Gold gefunden, Militärgebäude besetzt, Kohle, Eisen, Gold. Aber kein Granit. Ich weiß gar nicht, gibt es hier überhaupt Tiere? Sieht auch nicht danach aus. Unten habe ich vergessen, Militärgebäude zu errichten. Schaffe ich jetzt auch nicht. Der Förster hat hier alles zugepflanzt. Gibt es noch ein kleines Stückchen Wald? Ich mal, wie es da ressourcenmäßig aussieht. Also hier gibt es dann Eisen, da gibt es Gold und hier gibt es Kohle. Das bedeutet, ich baue zuerst Gold und Kohle ab. Alles andere dürfte erstmal zweitrangig sein. Noch ein Militärgebäude zu passen. Dann baue ich Eisenschmelze Schmiede nochmal hin. Dürfte ich bald meine ganzen Steinvorräte aufgebraucht haben. Naja, Baracken kosten ja erstmal nicht viel Stein im Aufbau, deswegen baue ich die Dinger. Irgendwo hat wer Granit gefunden. Da ist Granit. Oh,
Und von den Nahrungsmitteln bekommt das Granitbergwerk bei mir das meiste an Nahrung. Denn es ist das wichtigste Bergwerk, das wir jetzt dann haben werden. So, in der Nähe der Gegner muss ich gucken, dass ich hier mein Gebiet etwas absichern werde. Mit sowas wie einem Turm oder sowas. Weiß gar nicht. Gold haben wir noch keins produziert hier. Ich baue hier noch mal ein bisschen Militärgebäude und so Zeug hin. So, fertig. Wird es noch eine Schweineproduktion hier in der unteren Ecke geben. Mache ich wieder Halbgrenzeneinstellung so, dann so, so. Da es so einen Haufen Eisen hier gibt, braucht man natürlich einen Werkzeugmacher, weil das Aufbauen der ganzen Landwirtschaftsindustrie würde uns noch Haufen Werkzeug kosten, was wir hier gerade nicht haben. So, die Granitmine scheint ja zu funktionieren. Da ist auch schon die gegnerische Grenze. Goldproduktion scheint jetzt auch langsam angelaufen zu sein. Das bedeutet, wir können uns hier bald einnisten, ohne große Probleme zu haben. Nahrungsproduktion läuft noch recht bescheiden und ich glaube, die Goldproduktion arbeitet jetzt hier nur aus Vorräten, die wir im Hauptquartier haben. Eine Brauerei fehlt uns hier auch noch zum Glück. So, hier habe ich jetzt eine Halbgrenze. Die kann ich schon mal mit Gold versorgen. Hier wird weitere Landwirtschaft aufgebaut. Denn ohne wird hier echt nichts funktionieren. Die Grenze ist näher gerückt. Ich glaube, hier hinten baue ich eine Festung oder sowas. Dann bin ich auf jeden Fall hier abgesichert. Gold kommt auch rein. Hier ist auch welches da. Vielleicht ein Bauernhof. Und hier eine Festung. Katapult, falls hier irgendwas in der Nähe eingenommen wird. Und eine Brauerei haben wir auch noch nicht. So. Hier ist ein Gebäude besetzt worden. Mal gucken, was die Berge hergeben. Hier ist der Gegner, der baut sich gerade schon auf. Ich könnte ihn schon mal mit den ersten Soldaten angreifen. Das Ziel ist hier genau wie sonst immer auch Alleinherrschaft. Der hat gut besetzte Sachen, der hat Gold. Muss ich einen zweiten hinterher schicken.
Oh, und Katapult auch direkt. Und hier ist auch sein Hauptquartier. Warten wir ein bisschen ab, dann kann ich ihn mit dieser Strategie gut auf Abstand halten. Mich hier in Ruhe ausbauen. Hier hätte ich wieder gute Truppen, mit welchen ich angreifen kann. Halte ich ihn da einfach weg. Gibt's Granit und Eisen. Wow. Ich hätte ein bisschen gerne noch Kohle. So, greife ich einfach mal das Ding an. Er soll sich hier ein bisschen verausgaben. Das ist nicht schlecht. Kann der Gegner mir schon mal wenig tun. Ah, der hat das Gebäude gekriegt. Wow. Der hat auch gute Ritter hier. So, wie sieht es mit meinen Steinvorräten aus? Die laufen gegen Null. Das ist super. Das heißt, ich brauche ein weiteres Granitbergwerk. Und ich sehe, eine schöne Festung ist besetzt worden. Ich komme jetzt hier den Turm nochmal hin. Ich weiß gar nicht, haben wir noch Sensen da? Zwei Stück. Das bedeutet, ich kann hier noch einen Bauernhof hinbauen und da. Gut, der kann ein bisschen höher hin. Vielleicht hier. Dann ein paar Straßen. Er kommt nicht voran. Ich glaube, der leidet unter Steinmangel, so wie das aussieht. Das heißt, ich kann hier mit Katapulten eigentlich alles relativ gemütlich leeren, wenn ich denn irgendwann genug Steine habe. So, hier wird aufgewertet, hier noch nicht. Oh, wir haben, glaube ich, Probleme mit der Aufwertung. Ne, das geht. Wir brauchen einfach eine zweite Münzprägerei. Hier brauchen wir noch mehr Gold. Baue ich jetzt einfach hier hin. Irgendwo war noch bestimmt Kohle. So, warten wir auf den nächsten Angriff ab. Hier ist Kohle. Kommt hier noch ein bisschen Landwirtschaft hin. Direkt an seiner Grenze. Hier ist Gold. Gold gefunden, Militärgebäude besetzt, Kohle gefunden, Eisen gefunden, keine Briefe. So, werkzeugtechnisch werden wir wohl nichts mehr zur Holzproduktion brauchen. Hämmer haben wir auch gerade viele. Problem sind ein wenig die ganzen landwirtschaftlichen Sachen. Speicher mal. Okay, hier gab es schon die erste leichte Aufwertung. Das reicht mir hier so. Bei mir werden die Sachen genauso wenig fertig wie bei Ihnen. Das ist schon mal erfreulich. Bauernhof kann ich eigentlich besser hier hinbauen als da, weil da scheint es echt ein bisschen eng vom Platz zu sein. Naja, da muss man warten, bis die Minen was produziert haben und es dauert.
auf Kohlebergwerk sollte das meiste Zeug kriegen. Das war am besten. Na, jetzt kenne ich sein Land. Das ist die Karte. Wir haben jetzt kein besonders großes Land. Wir sind jetzt auch militärisch nicht so die Überflieger, haben ein bisschen Gold produziert und das ist unser Glück. Mir fällt es gerade auf, ich habe zu wenig Kohleminen. Das muss ich mal ändern. Etwas Bier wurde hergestellt. Weiß gar nicht, wie unsere Armee ist. Ja, klein. Kann ich weiter mit Baracken besetzen? Das spart auf jeden Fall ziemlich Baumaterial. Weitere Bauernhöfe errichten, denn ohne eine Landwirtschaft, so wie gesagt, komme ich hier nicht weit. Und dann wird alles, was man hier irgendwie versucht, ziemlich aufwendig, weil man kein Futter für die Leute hat, also für die Bauindustrie in dem Fall. Das bedeutet, meine wunderschönen Steinbrüche in den Bergen geben nichts her. Katapulte werden die dadurch ja nicht besetzen. Wir haben auch keine Nahrungsvorräte mehr im Hauptquartier. So, was macht die Aufwertung? Gut, sieht das hier aus. Ich sichere mir jetzt dieses Gebiet ein bisschen. Vielleicht greift er mich jetzt gleich auch direkt aus dem Turm an. Mal gespannt. Hier gibt es noch mehr Gold. Also, ups. Das sind echt viele, die da rausgerannt gekommen sind. Ich lasse es lieber. Und so schnell wird er seine Gebäude nicht fertig kriegen. So, kann ich hier wieder ein paar Baracken hinbauen. Die kosten ja nur Holz. Davon haben wir ja genug. So, es ist auch nichts mehr da. Und irgendwie Werkzeug herzustellen. Ich glaube, da muss ich eine weitere Veränderung der Einstellung hier vornehmen. Hm, der Katapult hat seinen Job getan. Und da ist ja schon der nächste Gegner. Der Gelbe. So, ich gebe trotzdem Gebäude im Auftrag, auch wenn ich nicht in der Lage bin, diese zurzeit zu besetzen. Krise verringert sich jetzt ein bisschen. Ich kenne jetzt den Gelben, der ist genauso an Steinmangel gescheitert wie der Rote. Meine ich, war das. Dann warten wir mal ab.
Okay, ich muss da noch eine Einstellung ändern. Wir brauchen jetzt mehr Werkzeuge als Waffen. Und die werden sein folgende. Und dann kann ich hier oben nochmal eine Industrie hochziehen. Mit allem, was dazugehört. Und dieses Land weiter ausbauen. Ja, die Festungen sehen schon mal ganz gut aus. Militärisch sind wir jetzt mehr als das Doppelte der Gegner. Hier wird endlich ein bisschen Werkzeug hergestellt. So. Ich könnte natürlich versuchen, hier weiter anzugreifen bei ihnen. Aber erstmal warte ich, bis hier alles fertig ist. So, was haben wir denn da? Wir haben inzwischen eine Sense und sonst nichts, aber hier wird weiter produziert. Bäckerei ist unbesetzt. Aber der eine Bauernhof ist besetzt, das ist schon mal viel wert. Und ehrlich gesagt brauche ich auch mehr Platz. Okay, wir haben jetzt auch so ein Schlachterding. Ich hoffe, dass die Bäckerei gleich besetzt wird. Ansonsten kann ich mich ein wenig im Minenbau hier beschäftigen. Die Minen laufen nicht gut, aber sie laufen. Gibt so viele Bäume. Die brauche ich alle nicht. Die stören mich hier nur beim Aufbau von Landwirtschaft. Das Ding ist immer noch nicht besetzt. Wir haben inzwischen zwei so Farmer-Dinger wieder da. Naja, soll der noch ein bisschen produzieren. Also hier gibt es auf jeden Fall noch mehr Gold. Kohle gefunden. Eisenschmelze ist nicht besetzt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass so ein Ding fehlt. Da kann ich den nächsten Bauernhof hinpflanzen. Haben Sie es jetzt mit der Bäckerei geschafft? Nö, immer noch nicht. Hier fehlt Baumaterial. Zum Glück braucht man hier für Aufbau von Granitbergwerken keinen Granit.
immer noch nicht besetzt. Super. Ja, jetzt haben wir das Gebäude besetzt. Und er greift sofort an. Hau ich's mal weg. Ich hätte jetzt auch kein Gold, um das großartig lang zu halten. Bin mal gespannt, wie lange ich das halten kann. So. Lassen wir mal laufen. Das dürfte erstmal ein Werkzeug, glaube ich, reichen. Na, auch nicht. Also hier wird gerade nicht angegriffen. Da brauche ich da auch einen Katapult wieder hin. Wie beim anderen Gegner. Und natürlich auch Bauernhöfe, weil hier ist halt Platz. Und Platz in dieser Welt ist recht knapp. Also muss ich den vorhandenen irgendwie ausnutzen. Eisen gefunden, Gebäude besetzt, Kohle gefunden, keine Briefe. Ich muss auf eine Kohle. So, das reicht mir hier erstmal. Die ganze Goldindustrie liegt hier am Boden. So. Irgendwie so und fertig. Immer noch nicht besetzt, wow. Soll er mal so ein Ding produzieren? Okay. Hat natürlich alles andere produziert als das, was ich brauche. Keine Meldung, sie werden angegriffen. Na, jetzt ist es besetzt. Okay, das reicht mir. Kann ich hier wieder Schweinefarmen hinbauen, direkt an der Grenze. Macht ja voll Sinn. Hier ist aufgewertet worden. So, noch ein Türmchen. Das Gebäude ist besetzt worden. Hier habe ich Platz verschwendet, also baue ich einfach mal so. Hier noch so ein Ding. Kommt hier noch Mühle und Bäckerei-Kombi. Hier vielleicht noch so ein Ding. Nee, ist zu eng. Stelle ich es hier hin. Ist zwar ätzend, aber geht. Die ganze Industrie scheint hier langsam wieder besser zu funktionieren durch die größere Menge an
Nahrung, die im Umlauf ist. So, bei den Gegnern tut sich wunderbar nichts. Na, wir haben unbesetzte Bergwerke. Das ist nicht gut. Großartige Landwirtschaft aufzubauen wird ja weiter schwierig, mangels Rohstoffe. Aber ich kann es mir mal erlauben, hier anzugreifen und zu gucken. Oh, der hat ein Granitbergwerk. Das bedeutet, dass der sich theoretisch entwickeln kann und auch eine Landwirtschaft. Der ist größer wie gedacht. Und ein fettes Hauptquartier hatte hier auch. Alles voller Baustellen. Interessantes Bild. Ich greife mal den ganzen Kram hier an. So, Hauptquartier ist weg. Seine Goldproduktion auch. Ein riesiges Land. Naja, wahrscheinlich so groß einfach wie meins. Greife ich hier nochmal an. Dann bin ich den gelben, glaube ich, dann los. Jetzt kommen nur noch schlechte Soldaten. Darf ich überall Goldverbot jetzt verteilen? Hier ist ein verirrter Soldat. Vielleicht hat er ja noch in einem versteckten Bergtal irgendeine Industrie oder was. Aber da ist ja schon unser Land. Und der Rote hat ihn scheinbar auch in ein Gebäude gemobst. Und mein Land ein bisschen zerstört. Wahrscheinlich mit den Leuten hier aus dem Turm. Das macht aber nichts. Ich habe ja genug Truppen, um den zu ärgern. Jetzt ist der Typ dran. Kann ich meine Mühle wieder aufbauen? Oder was das war? Hast du davon, du Roter? Ich glaube, es war eine Schweinefarm hier hinten irgendwo noch oder sowas in der Art. Kommt hier wieder der Bauernhof hin. Der Werkzeugmacher wird gestoppt, sonst haben wir zu viele Spitzhacken. Kommt wieder Schlachthaus hin. Oh, er hat sich die Gebäude wiedergeholt. Oder der Katapult hat den Job getan, glaube ich, eher gesagt. Ja, greif hier an, du. Wird die Straße hier auch noch gekillt. So. Toller Weg.
Ups, jetzt ist der gute Soldat draufgegangen. Wo bleibt das Gold? Okay, es ist sinnvoll nachbesetzt worden. Ich nutze mal die kaputten Felder hier. Um ein bisschen Schweine zu produzieren. Habe ich ja mit dem Platz nicht mehr das Problem. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. So, passiert hier irgendwas von der Aufwertung? Nee. Es werden fleißig Waffen produziert. Na, wir haben sogar noch Leute im Hauptquartier zum Besetzen. Weiß gar nicht, hier gibt es irgendwie Überschuss an Getreide. Ist immer nicht gut. Versuche ich nach Möglichkeit zu verbrauchen. Hier gibt es irgendwie einen Getreidestau. Mache ich hier nochmal so einen Weg. Im Kampf gehört. Da wurden wir angegriffen. Und unser Granitbergwerk ist verbraucht. Guck mal, ob in der Nähe noch irgendwas ist. Ansonsten greife ich wieder hier an und vor allem da. Das war jetzt dumm, weil die guten Truppen aus dem Gebäude daraus sind. Ah, und sein Katapult hat schon seine Arbeit erledigt. Wow, das ging aber schnell. So. Und ich weiß gar nicht, wie der da an den Gelben rangekommen ist. Das verstehe ich nicht, wie das gehen kann. Das ist so weit weg. Das muss irgendwie ein hinterlistiger Angriff gewesen sein. Ich kann es sogar gar nicht so weit gucken. Das ist ja das Spannende. So, jetzt greife ich da nochmal an. So, keine Bergwerke verbraucht. Das ist immer gut. Jetzt habe ich das Ding hier gekriegt. Und jetzt killen wir mal das Hauptquartier und beenden das Spiel. Gute Soldaten hat er da drin. Zack. Und wir haben gewonnen. Ein weiteres Mal. Das ist die Weltkarte. Ich kann sie auch kurz aufdecken. War das? Ah ne, das ist F7 drücken, dann sehe ich die Weltkarte. Die Statistik, Gold, Landesgröße und noch zuletzt dann meine Armee. Und das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.